So, dann wollen wir mal sehen, ob ich während Starlight Carnival alle Kommentare irgendwo unterkriege. Ich fange mal bei dem alten Video an, und zwar ganz unten. Ist aber nichts Schlimmes, das heißt nämlich, du bist der Erste. Dan Blade X fragt, ich habe ein paar kleine Fragen. Was kommt nach Sonic Colors? Welche Projekte hast du noch so im Auge? Worauf freust du dich spieletechnisch dieses Jahr? Boah, das sind drei gute Fragen. Also nach Sonic Colors habe ich echt noch keinen so großen Plan. Ich habe einige Spiele auf der PlayStation 3, die könnte ich noch spielen. Unter anderem ein Spiel, das rein technisch mehr oder weniger direkt vor dem kommt, was dieses Jahr vielleicht noch rauskommt. Und sogar noch für die PlayStation 3 und den PC. Ne, warte mal. Das kommt für PS4 raus und den PC, nämlich das nächste JoJo's Bizarre Adventure Spiel. Ich könnte JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle als Let's Play machen, weil es dazu ja einen Story-Modus gibt. Jedoch. Die Sache an dem Spiel ist einfach die, es ist sehr speziell. Und damit gehe ich auch schon mehr oder weniger auf eine Frage ein, die später kommt, nämlich auf was für ein Anime ich mich später freue. Ja, JoJo's Bizarre Adventure auf jeden Fall. Damit ist Unbreakable, dazu gibt es schon eine kleine Preview. Genauso wie zum nächsten Teil von Digimon Adventure 3. Was ich auch toll finde. Worauf ich mich auch freue. Auf jeden Fall, ich könnte JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle machen, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut das ankommen würde. Weil mein angespielt Video war ja auch nicht unbedingt oft angesehen worden. Aber das ist auch schon wieder über ein Jahr her. Es kann sich alles ändern, es kann sich alles ändern. Ich habe auch sehr viele Spiele auf Steam, die ich noch spielen könnte. Also DuckTales Remastered wäre zum Beispiel eine Option. Von Dynasty Warriors habt ihr mich schnell runtergebracht, dass ja keiner so guckt. Leider. Frontschweine würde ich gern, kann ich aber nicht, da das Spiel zum einen relativ verbuggt ist, zum anderen eine Rules Action, das nicht mal anpeilen kann. Ich kann es nicht aufnehmen, egal wie. Ich hätte Hitman Absolution, wobei ich von Hitman eigentlich nicht viel weiß, außer dass die letzten Spiele mehr so balla 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 und tot und keine Zeugen waren. Ich hatte aber auch noch Rayman Legends und Rayman Origins. Zwei Spiele, die Ubisoft mal nicht vergeigt hat. Ja, das meinte ich ernst. Oder ein Spiel, das... Ja... Das muss auch irgendwann noch ankommen. Aber dazu später. Spiele technisch dieses Jahr... Abgesehen von JoJo's Bizarre Adventure habe ich eigentlich keine Ahnung, was dieses Jahr rauskommt, was mich wirklich freuen könnte. Und auch wenn dieses Jahr Sonics 25. Jubiläum ist. Ja, das 25. Sonic Generations ist schon wieder 5 Jahre alt. ich habe keine Ahnung, du. Da bin ich echt ratlos eigentlich. Es wurde noch nicht so viel announced, vor allen Dingen Dinge, die mir sowieso sehr wurscht sind. Und da kommt noch eine Sache dazu, die mich ärgert. Nämlich, Microsoft möchte, dass zukünftig alle Spiele nur noch auf Windows 10 laufen. Das ärgert mich sehr. Windows 7 läuft super geil und so gut wie jedes Spiel läuft darauf. Warum? Warum auf Windows 10? Ich hasse das. Ja. Also spieltechnisch abgesehen von JoJo's Bizarre Adventure habe ich keine Ahnung, ob ich mich auf irgendwas freuen soll oder kann. Na gut, jetzt mal zu Shadowrain. Da ich in letzter Zeit wieder auf Yu-Gi-Oh! Hype bin und mir deine Deathprobe-Duelle mal wieder viel angesehen habe, wollte ich wissen, ob du Lust hast, ein paar Community-Duelle zu machen oder sie zwischendurch auch mal aufzunehmen. Ich bin von Deathprobe eigentlich ziemlich runter, leider. Du hast an meinen Duellen allgemein vielleicht gemerkt, meine Decks funktionieren nicht besonders gut. Und es ist schon wieder ein neues Booster-Pack rausgekommen, die Pendelmonster fucken mich einfach nur ab. Yu-Gi-Oh! Hat seinen Reiz verloren, seitdem sie ein paar gewisse Elemente eingeführt haben. Mit den Synchro-Monstern kommen noch klar, XYZ kein Problem. Aber... Pendel, warum?
Das ist einfach nur ein Schritt weiter in Richtung einfach nur OP und es gefällt mir nicht mehr. Hat mir nie gefallen. Und es ist wieder so ein Element, dass ich mich reindenken muss und dann haben sie nächstes Mal schon wieder was anderes im Booster Pack. Und das gefällt mir nicht, das hasse ich. Nein, Yu-Gi-Oh! Ist weg vom Tisch. Erstmal. Es ist erstmal runter vom Tisch. Ich habe darauf gerade überhaupt keine Lust. Legst du dir noch Next-Gen-Konsolen zu oder bist du momentan eher auf PC-Spiele aus? Also PC-Spiele sowieso, denn die höchste Konsole, die ich jetzt hier habe, ist eine PlayStation 3. Und solange meine Freizeit eh schon begrenzt ist, wie sie ist, habe ich nicht wirklich den Reiz oder das Geld, mir eine noch neuere Konsole zuzulegen. Wobei allein wegen Kingdom Hearts steht die PlayStation 4 im Raum. Bin mir aber nicht sicher, ob das noch was wird. Denn Fakt ist, dieses Ding ist verdammt teuer. Was erhoffst du dir über die Zukunft von den Sonic-Spielen? Bist du generell mit dem Content der aktuellen Sonic-Spiele zufrieden? Also, du weißt vielleicht noch meine Meinung zu Sonic Lost World, falls du sie als Let's Play angesehen hast. Am Ende war es so, meh. Weil, die haben in letzter Zeit die doofe Angewohnheit, so wenig Story wie möglich in Gameplay reinzupacken. Ja, also Sonic Generations hatte gerade mal das Nötigste, um den Plot am Laufen zu halten, aber nicht genug, um daraus eine echt tolle Geschichte zu machen. Was sie hätte sein können. Um das nur mal klarzustellen, Sonic Generations hätte toll werden können, hätten sie mehr Cutscenes reingepackt. Alles, was sie gemacht haben, ist nach den ersten beiden Leveln quasi eine kleine Review zu machen davon. Also, dass Sonic und Tails mal besprechen, was sie von dem Ort halten, den sie gerade besucht haben. Aber danach kommt nichts mehr. Ja, nur noch nach jedem Boss und ein, zwei kleine Cutscenes dazwischen. Und dann war es das. Mehr haben sie nicht gemacht. Und das ärgert mich am meisten darüber. Und Sonic Lost World auch. Ich habe nichts dagegen, dass Eggman Probleme mit ein paar Viechern hat, die er irgendwo aufgegabelt hat. Das Problem ist, wir erfahren nie, wo die sechs Sätze herkamen, noch was sie sonst in ihrer Freizeit tun, abgesehen von Welten zerstören. Es sind so allgemeine Dinge, die es einfach nicht bringen in letzter Zeit. Und über Sonic Boom muss ich gar nicht reden. Wir wissen alle, was das Spiel von Rotz ist. Aber das hatte andere Gründe, nämlich Sega wollte unbedingt das Spiel auf die Wii U bringen, obwohl es erst zu PlayStation 3 und Xbox entwickelt wurde. Ich meine, okay, das wissen jetzt nicht so viele, dass es mehr Insider wissen, aber das hat sich irgendwann ergeben. Übrigens, die Stelle hier ist gerade sehr, sehr kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Egal, ja. Also, ich sage, wenn sie dieses Jubiläum von Sonic mit einem Spiel wieder vergeigen, dann ist Sonic tot. Das wird dann schlimmer sein als Sonic 2006. Davon wird sich Sonic vielleicht nicht mehr erholen. Und dann ist Sega auch selber schuld. Es tut mir allerdings auch leid um den blauen Helden. Ihr wisst, ich mag Sonic-Spiele größtenteils, obwohl ich auch sehe, was für einen Scheiß manche haben. Naja. Hast du mal Lust auf ein Let's Play zu Freedom Planet? Vielleicht. Ich meine, es hat ja auf Kickstarter angefangen als ein Sonic-Fanspiel und ist jetzt doch was relativ Eigenes geworden. Ich hätte kein Problem damit, das zu spielen oder aufzunehmen. Ich habe nur keine Zeit gehabt bisher. Aber da ich mir sowieso so unschlüssig bin über das, was nach Sonic Colors kommt, könnte ich ja Freedom Planet reinschmeißen. Ich hab's ja auf Steam. Ich bin froh, dass das ein Spiel ist, das so simpel gehalten ist, aber... Also ich hatte einfach noch keine Zeit. Ich hab's ja. White Snow Power Artist. Denke mal 2003. Kommt doch bestimmt. Legitime Frage und so. Vielleicht.
Und du redest da auch von Digimon World Redigitized. Also das ist ein PlayStation Portable Spiel. Ich habe keine PlayStation Portable, kein AV-Kabel, keinen Emulator und weigere mich auch immer, einen Emulator zu benutzen. Mal spielen würde ich es vielleicht wirklich, aber im Moment ist da nicht der Drang. Ich gucke mir dann doch lieber ein paar Videos an, dann war's das. Und ich habe auch einen guten Freund, der hat das sogar, glaube ich, mit Deutschmod. Aber hey. Aber übrigens, dieser Level ist scheiße. Dieser letzte, wo drin, kann mich nach Arsch lecken. Ihr habt gesehen, wo man ihn kriegt. Ihr wisst, wie man ihn kriegt. Man muss halt mit Frenzy irgendwie darüber schaffen. Punkt aus. Mehr habe ich da nicht gemacht. Gut. Farabrox hat zwei Fragen. Warum hast du mit dem Let's Play angefangen? Und was ist dein Lieblings-Sonic-Spiel? Und welches Sonic-Spiel gefällt dir nicht? Oh, fange ich an. Also mit dem Let's Play habe ich einfach nur angefangen, weil ich eine Beschäftigung brauchte. Also Videospiele spielen ist ja ganz toll, aber das wurde stumpf. Das wurde mit der Zeit irgendwie stumpf. Und da ich zu der Zeit ein ganz großer Fan von Shadow Soul seinen Let's Plays war, und auch von Shadowfang, die haben zu der Zeit sehr aktiv agiert. Shadow Soul zwar immer noch, aber war damals einfach anders. Da gab es doch keine YouTuber, da gab es doch keine Werbung, da gab es keine Intros, da gab es auch überhaupt nichts, was es heute gab. Da war YouTube ein freies Land. Na, wie auch immer, da habe ich gedacht, ja komm. Erstmal, weil ich sowieso Fan von Shadow Soul war, der hat auch Verarschen zu Kingdom Hearts gemacht, also speziell zur Organisation 13, das Kingdom Hearts 2 und folgend. Da habe ich gedacht, ja komm, machst du mal dasselbe mit Sonic, habe das alles als Videoantworten auf seine Videos gepackt und hey, irgendwann kam ein Fan von mir mit Camtasia Studio 5 an. Dachte ich, ja, probierst du das mal aus, ob es funktioniert. Guckte meinen Videos nach, ich habe Kingdom Hearts 358,5 Tage als Let's Play gemacht und das war mein allererstes Projekt überhaupt. Die Quali war so für ein Rotz teilweise, weil ihr ganzes Sound übers Mikrofon genommen wurde und nicht über einen Windows Sound Mixer. Das hatte ich damals nicht, das konnte ich nicht einstellen, ich wusste nicht wie, ich hatte nicht die Ressourcen. Der Rechner war kacke, by the way. Im Gegensatz zu dem jetzigen hier, oh mein Gott, das sind Welten. Jedenfalls, erstes Let's Play hat geklappt. Ich dachte, ja, komm, warum nicht? Habe ich dann weitergemacht. Obwohl ich zwischendurch Phasen hatte, in denen ich aufhören wollte, weil einfach nichts mehr ging, weil mein Leben sowieso scheiße war. Und so weiter. Also, ja, so fing es an. Und heute sind wir hier. Und was ist mein Lieblings-Sonic-Spiel? Also, Lieblings-Sonic-Spiel, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich kann die Sega All-Stars-Teile jetzt nicht als Lieblings-Sonic-Spiel werten, sonst würde ich sagen, mein Lieblings-Rennspiel von Sonic ist auf jeden Fall Sonic in All-Stars Racing Transformed. Auch wenn es mir so viel Scheiße gegeben hat in meinem Let's Play. Das Spiel war einfach nur Bombe. Nein. Das ist wirklich eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was mein Steam sagt, da gibt es ja so gut wie jedes Sonic-Spiel. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, dass Sonic 3 und Knuckles ganz weit oben ist. Ich habe es aber seit dem Let's Play nicht mehr gespielt, wirklich. Zugeben, wenn man alles erreicht hat, dann ist irgendwie die Luft raus. Ansonsten Sonic Generations definitiv. Manche von euch wissen vielleicht, wie viele Speedruns ich in den Rooftop-Run-Leveln gemacht habe. Entweder vom Mod oder vom Original Generations. Ich mag diesen Level, es ist scheißegal, ey. Sonic Generations ist ein Spiel, das gameplay-technisch einfach auf dem Punkt ist. Man weiß einfach nicht, was man da noch sagen soll. Aber ja, Sonic 3 und Knuckles und Sonic Generations sind so ziemlich auf gleicher Ebene. Ja, der Marco hat gar keine Fragen, aber der Robin Hammer hat ein paar. Was ist das für ein Spiel im Hintergrund? Also, auf dem Infovideo, wo du den Kommentar gepostet hast, das war Ox Must Die 2. Zum ersten Teil habe ich ein Let's Play gemacht. Der zweite
Also ich habe Oxmaster 1 durchgespielt, bevor ich an Let's Play dazu überhaupt angefangen habe. Ich habe nämlich gemerkt, dass das Spiel blind zu Let's Playen unnötig ärgerlich und lange dauern kann. Also habe ich gesagt, ja komm, ich warte damit. Aber ja, Oxmaster, eigentlich ganz nett. Hat sogar Multiplayer, also man kann es zu zweit spielen auf speziellen Missionen. Womit nimmst du deine Let's Plays auf? Also ich habe mit Gabdesa Studio angefangen, wie ich es bereits erwähnt habe. Aber inzwischen benutze ich andere Programme. Ich hatte zwischendurch Fraps, was bei fast allen Sachen funktioniert hat. Und jetzt habe ich Marudas Action, nicht die Steam-Version. Hole ich mir vielleicht für Updates, aber nicht die Steam-Version. Damit kann ich den Desktop aufnehmen, damit kann ich so gut wie jedes Spiel aufnehmen. Damit war es auch, by the way, nur möglich, Devil May Cry 3 auf Steam aufzunehmen, weil dieses Spiel bei jedem kacken Blackscreen bekommt. Oh, diese Cutscene, ey. Wie auch immer, Mirrorless Action ist wirklich das definitive Programm für mich. Es kann auch Sound aufnehmen, aber ich mache das dann doch lieber mit Audacity. Meine Stimme nehme ich wirklich mit Audacity auf und als Mikrofon benutze ich derzeit eine Webcam. Ist nicht empfohlen, aber besser als Headsets. Wenn das Mikrofon gut ist. Manche Webcams haben auch ein richtig scheiß Mikrofon. Aber dieses ist die Logitech HD 615, glaube ich. Ist eine gute Webcam und vor allen Dingen ein gutes Mikrofon. Problem ist nur beim Chatten, man hört wirklich jeden Scheiß an. Also wenn ich irgendwo den Flur runtergehe und irgendwas mache, das hört man. Das hört man alle. Gibt es einen Streamplan? Nein, gibt es nicht, denn ich hasse es, feste Termine zu machen und die dann nicht einhalten zu können, weil wieder irgendwas ist. Wie zum Beispiel letztes Wochenende. Ich wollte eigentlich streamen, aber leider hat jemand Geburtstag, also nein. Samstag ging ich, hatte ich selber genug zu tun. Ich hatte gehofft, ich würde Zeit finden, aber nein. Kam leider nicht in Frage. Also Streams finden dann statt, wenn sie stattfinden. Und mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Kann man mit dir spielen? Natürlich kann man mit mir spielen. Du musst mich nur ins Team hinzufügen, dann kannst du jederzeit sehen, wenn ich irgendwas spiele. Es sei denn, Magix ist offen. Dieses verdammte Videoprogramm hat die unfassbare Fähigkeit zu übertünchen, was auch immer ich danach anschmeiße. Also ich glaube, ich könnte Dragon Ball oder Team Fortress 2 noch vor diesem Programm anschmeißen und selbst dann würde es überdecken, was ich gerade spiele. Bedeutet, ich kann niemanden zu spielen einladen. Ihr müsst mich dann schon mehr oder weniger selber einladen oder ihr findet mich rein zufällig. Aber wenn Magix nicht an ist, dann könnt ihr jederzeit sehen, wenn ich was spiele und ihr dürft mir jederzeit beitreten. Das ist kein Problem. Denn wenn ich nicht will, dass ihr beitretet, spiele ich es im Singleplayer. Ist bei Team Fortress 2 aber nicht empfohlen und bei Xenoverse auch nicht. Wobei mein Charakter inzwischen stark genug ist. Ich könnte ja überall. Das sind die Spiele, die ich derzeit aktiv spiele. Ihr könnt auch andere Sachen mit mir spielen, müsst mich nur fragen mal. Zum Beispiel mache ich auch Team Fortress 2, ja. In Brutal Legend auf Steam mache ich auch gerne Bühnenschlachten mit euch. Müsst mich nur herausfordern. Ich fand es sehr willkommen. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Ich glaube, darauf bin ich gerade eingegangen, vorhin schon. Also ziemlich am Anfang des Videos. Welches deiner aktuellen Projekte macht dir am meisten Spaß? Also im Moment ist es Kingdom Hearts, denn man entdeckt so viele neue Sachen. Ja, ich habe das alte Kingdom Hearts 1 schon ziemlich gesuchtet. Also der HD-Remix bietet neue Sachen, interessante Sachen für mich. Und deswegen ist dieser HD-Remix für mich auch gerade relativ interessant. Und ich will diese Sequence rauskriegen, aber nach Möglichkeit alleine. Abgesehen von den paar Herzlosen, die mich jedes Mal ficken. Welches Spiel kommt als nächstes Projekt? Also, ja, Freedom Planet steht im Raum. Was nach Kingdom Hearts kommt, ist klar. Ich habe Kingdom Hearts 358,5 Tage die Szenen vom HD-Remix bereits aufgenommen. Das heißt, das wird definitiv schon mal nicht kommen. Ich habe stattdessen andere Sachen im Kopf, nämlich ich habe ja auch noch den 2.5 HD Remix. Da wollte ich
nicht so gern Kingdom Hearts 2.5 machen, weil das ist wirklich nur Kingdom Hearts 2 Final Mix, mal eingedeutscht mit englischen Cutscenes. Das wäre dann doppelt gemoppelt. Und zwar im mehr als nur klaren Sinn als bei Kingdom Hearts 1. Denn jetzt spiele ich ja wenigstens den Final Mix, der ist ein bisschen was anderes. Wenn auch nicht allzu sehr. Aber nein, Kingdom Hearts 2 Final Mix würde es dann wahrscheinlich nicht geben. Dann würde ich direkt Birth by Sleep Final Mix machen. Denn von dem Spiel habe ich noch gar nichts gezeigt und das würde dann auf jeden Fall nach Kingdom Hearts kommen. Ich bin mir nicht sicher, wann ich Ratchet und wann ich Jack weiterspiele. Das habe ich zwar mal im Jahresrückblick schon mal gesagt, aber ich finde, jetzt wo es als Frage nochmal aufkommt, ist es das wert, es auch nochmal zu erwähnen. Tja, Chaos Emerald hat viele Fragen gestellt, aber die müssen fürs nächste Video warten. Auf dem anderen Infovideo sind da auch noch einige Fragen.